Heute bin ich den ganzen Tag in Niederösterreich unterwegs. Begonnen habe ich in St. Pölten im Integrationszentrum, wo ich junge, engagierte Flüchtlinge getroffen habe, die sich um ihre Integration in Österreich bemühen. Weiter ging es dann nach Hollabrunn, wo ich ein tolles Arbeitsmarktprojekt besucht habe. Ein Projekt, wo sie viel Kreativität gezeigt haben während der Corona-Krise mit einer originellen Maskenproduktion. Und ich habe auch die Frauenberatungsstelle in Hollabrunn besucht, eine Stelle, die seit 30 Jahren einen Zufluchtsort für Frauen, insbesondere jene, die von Gewalt betroffen sind, bietet. Alles in allem ein ganz toller Tag in Niederösterreich. Ich bin begeistert von so viel Engagement auch von den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern.